Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel Mike Rides MTB. Ultimativ geil, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, Leute. Heute ist natürlich auch wieder mit dabei der Stay-True-Folger. Und Leute, schaut mal, der hat sich einen richtig freshen, weißen, fetten Helm gegönnt, den Rampage von Fox. Folger, du bist heute das erste Mal tatsächlich hier Schmausenbuck fahren. Ja. Hast du Bock? Hab ich. Und die liebe Jessie ist dann auch noch mit dabei. Die stößt dann noch zu uns sozusagen. Eieieiei. Ab ins Intro. Da ist er! Hallo! Meister Patrick, Alter! Was geht? Schön, dass ihr euch jetzt mal vereint. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, rollen wir mal rin hier jetzt mal langsam. Ja, Leute, heute die tatsächlich erste Ausfahrt auf dem neuen Ring. Und jetzt gucken wir uns mal die ersten Geschichten an und rollen uns jetzt mal hier im Schmausenbuck etwas warm. Easy peasy! Ich bin tatsächlich immer so, die erste Fahrt ist immer so gewöhnungsbedürftig, oder Folger? Ja, ja. Leute, es ist wirklich ohne Scheiß Slip and Slide Trail Ride heute. Und wir filmen jetzt mal den Folger und den Patrick, wie sie jetzt hier runterfahren. Ja, yeah, Folger kommt rein, frisch auskuriert seit seiner Handverletzung. Commitment. Ja, oh, oh. Soldier down, alles gut? Paddy, du bist dran, mein Freund. Scheiße, das blockiert gerade. Genau. Na, hopp, nochmal hintereinander, das, jetzt schafft das. Easy peasy. Commitment, Digga. Willkommen in der Herbst-Winterzeit. Yo! Yo! Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob das so schlau ist, heute eigentlich hier zu fahren mit dem neuen Bike gleich. Droppen! Aber echt, Leute, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste heute. Ich habe da keinen Bock, dass ich mich da jetzt maule. Richtig asozial. Oh ja, es ist scary. Es ist scary. Ja, Leute, ihr könnt ja auch gerne mal einen Kommentar für das Giant Ring da lassen, ob es euch so gefällt. Also ich finde es eigentlich schon gelungen mittlerweile, so der Umbau. Ist nice. So, wo geht's hier lang? Da lang. Hey. Woo! Das war jetzt richtig fluffig, Alter. Voll lässig! Im Sommer hatte ich vor diesem Road Gap ein bisschen Schiss. Es war da, sehr sandig, muss man mal da raus. Stimmt, da war es in der Kurve richtig widerlich, ne? Ja, da war es richtig sandig. Und jetzt wo der Boden ein bisschen nass ist, ja, hat er richtig geilen Grip. Wegen ist das eine Road Gap für dich, Alter. Ein Mini Road Gap. So Road Gap, so über die Tour de France drüber springen. Das ist Amateur Road Gap. Ameisenstraße. Amateur Road Gap. Jo, jetzt fahren wir mal, wie heißt jetzt? Dreierlein, ne? Dreierlein. Oh, guck mal, Folger, da ist ein Loch. Ja. Jetzt ja, droppen mal nein, das Loch da rein. Mal schauen, wo das denn auskommst. Let's get into it. Ach ja, Leute. Jetzt schauen wir mal die Dreier an. Wow. Alter. Oh, wurzelig, wurzelig. Das kommt hier. Ah, Absatz und da. Oh, yo. Alter. Fett, Junge! Woo! Leute, wie geil, wie geil, wie geil! Ich hab's euch versprochen und ich setze das Ganze jetzt mal in der Tat tatsächlich um, denn... Tada! Tada! Die Jessie, bekannt aus diversen anderen Videos von mir, ist jetzt auch mit dazu gestoßen, aber wir haben heute noch einen weiteren coolen Gast mit dabei, denn wir haben hier jemanden noch von den Schmausis hier aus Nürnberg mit am Start. Du kannst dich mal ganz kurz vorstellen, du organisierst das Ganze ja auch immer mit für die Mädels hier, ne? Genau, ich bin die Simi. Und ich habe mit einer Freundin zusammen die Schmausis gegründet, eine Girls-Community am Schmausenbuck, weil uns das eben gefehlt hat für die Frauen. Das finde ich eine richtig coole Sache, dass da richtig Initiative von euch eben dann auch da ist. Und vielleicht klappt das sogar mal, dass wir vielleicht mal nächstes Jahr, wenn es mal klappt, dass wir auch mal ein Video von euch mal mitmachen können dann. Klar. Halten wir auf jeden Fall mal fest. Aber jetzt sitzen wir hier im Wald auf die Fahrräder und ich würde mal sagen, wir rollen jetzt mal eine Runde weiter. Let's go.
Das war voll wild, ey. Ja. Wollt ihr auch da runter? Ja. Ja, auf jeden Fall. Fahr du mal vor. Alles klar. Let's go. Getting jiggy visit. Lass mal den Patrick mal ein bisschen vorfahren, weil nämlich es ist, wie gesagt, slippy conditions. Boah, Alter, das war jetzt hart. Oh Gott, das Bike ist so unfassbar geil. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze heute wirklich das erste Mal auf dem neuen Chime. Und echt, wirklich war, es taugt mir jetzt schon richtig gut. Das macht so viel Spaß, mit dem Ding da runter zu scheppern und auch mit dem Springen. Das ist einfach nur grandios. Also wenn das jetzt schon so gut läuft, ich bin gespannt, wie das dann alles dieses Jahr noch wird. Jetzt bin ich richtig abgehoben, Alter. Ich auch, und ich habe den jetzt aber richtig rangenommen. Die war jetzt gut, Junge. Ich finde, es gibt tatsächlich wirklich nichts Besseres, als an einem wunderschönen, sonnigen Wintertag, kann man schon wirklich fast sagen, mit ein paar entspannten Leuten auf dem Fahrrad zu verbringen. Ich finde es immer wieder geil. Ja, und der Folger ist immer noch am Suchen, am Brille putzen. Sieht immer noch scheiße aus. Na gut. Let's go. Into it. So, jetzt sind wir den einmal gefahren. Fahren wir den mal das zweite Mal. Also die Wurzeln hier, die sind schon rutschert. Den haben wir jetzt verkackt hier. Kleiner Double. Mit den Wurzeln muss man echt aufpassen tatsächlich hier. Bisschen eklig. Aber geil, Leute. Das Fahrwerk, oh, ist so smooth von dem Bike. Ah. Schon geil. Wow, Alter. Der war aber kurz, ey. Holger, Statement. Wie fühlen Sie sich aktuell? Geht super. Sind Sie sich der Gefahr bewusst, der Sie sich hier aussetzen? Nee, ich will live straight to the edge. Nice. Let's go. Mach einfach. Oh. Das war jetzt viel zu weit. Okay, und dann ging es auch weiter zum nächsten Spot. Folger, jetzt fahr halt einmal da runter. Der Folger. Fahr vor, bitte. Ich will den hinterher fahren. Ich will den weißen Helm jetzt mal angucken. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Naturdrop. Into it. Gerade drauf zu. Und dann einfach da rein. Let's go. Let's go. Also der fühlt sich gut an. Nee, der geht tatsächlich, Leute. Der geht. Cool. Jetzt machen wir den Folger auf dem Schirm. So Leute, wir haben jetzt hier ein kleines interessantes Stage. Die Mädels fahren das sogar auch jetzt mal vor. Von den Schmausis hier aus Nürnberg. Und rein. Jawohl. Super smooth. Mega. Ja, jetzt kommt der State-Ruf-Folger.
Stay true. Wow. Schmausis, die hauen sich hier runter, die kennen sich da aus. Wow, yes. So Leute, das war's für heute hier aus dem Schmausenburg in Nürnberg. Ich hoffe, euch hat der Streifen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel. Schallert das Glöckchen an, haut ein Abo rein, wenn ihr Bock habt auf weiteren lustigen Content. Und ich würde sagen, wir sind raus für heute. Habt eine gute Zeit, habt noch ein schönes restliches Wochenende. Und wir sind raus. Tschüss. Howdy. Tschüss. Er hat mir die Kamera gegeben. Huhuhuhu. Gott, ich glaube, ich bin voll nah dran. Aber jetzt filmen wir ihn mal wieder. Das ist übrigens, ne? Mein Job. Mich mal wieder in den Sand und in den Dreck zu schmeißen. Das hat sich jetzt auch arschgeil angefühlt jetzt, ne? Only for him. Aber mache ich dann schon. Nein, nicht only for him, ist gelogen. Ich habe das gestern auch sehr gerne gemacht für jemanden. Und jetzt geht's gleich los. Oh, so schnell bin ich im Berg noch nie hochgefahren. Oh, ist das geil. Ey, es ist angenehm, abgeschleppt zu werden. Das war jetzt gut, ey.